Dann erzähl mal, wie muss so eine Orthese gestaltet sein, damit sie dich gut unterstützt? Ich könnte mir zum Beispiel ganz gut vorstellen, dass wir haben im Projekt Powergrasp ein am Körper tragbares Unterstützungssystem entwickelt, ein softrobotisches Unterstützungssystem, das Mitarbeiter in der Montage bei an ihrem Arbeitsplatz spezifischen Bewegungsabläufen unterstützen soll. Der Fokus ist immer darauf, Nutzer einzubeziehen und zu gucken, wie kann man das gestalten. Wir haben ein Toolkit entwickelt. Die Leute haben sich damit ein System selber am Körper bauen können. Die hatten dann eben so einen Handschuh und haben sich dann auch überhaupt erst überlegt und vorgestellt, was mache ich überhaupt für Bewegungen. Wir haben Dinge an den Körper geklebt, wir haben Dinge aufgepustet, einfach um Funktionsprinzipien zu verstehen. Da waren schon viele so grundsätzliche Ideen so ganz einfach gezeigt. Wir sind am Ende zu einer Silikonform gekommen, die dann tatsächlich in der Lage war, auch einen Ellenbogen zu bewegen. Wir haben dann eben zunächst mit einer Luftpumpe, also auch mit einfachen Mitteln, die Prototypen aufgepumpt und dann stehst du halt wirklich da, machst nichts und dein Arm geht hoch und das ist halt faszinierend. Ist es dann wirklich so, dass ich mich dann irgendwie kräftiger fühle, irgendwie mehr Power habe? Oder ist es irgendwie komisch, dass mich was bewegt? Das ist natürlich eine große Herausforderung, Technik zu schaffen, in die man reinschlüpfen kann. Und das war dann eben der nächste Schritt, wo wir versucht haben, diese Sachen dann zu vereinen. Da haben wir uns einfach Methoden bedient, die aus dem Modedesign kommen, um da einfach einen Schnitt zu entwickeln, der zum einen tragbar und zum anderen immer noch funktional ist. Und dann haben wir halt erstmal geschaut, welche Bewegungen haben wir und wo könnte man Elemente platzieren. Das war auch ganz schön eine Herausforderung, das alles irgendwie so zu platzieren, dass es sich auch noch gut auf den Körper verteilt. Also selbst wenn das jetzt noch keine Funktionalität hat, da ist noch keine Technik drin, aber man kann schon mal so eine Vision aufzeigen. Also eine Vision zu haben und dann einfach auch gemeinsam irgendwie an diesem Ziel zu forschen und zu entwickeln. Etwas zu entwickeln, was es so in dieser Form noch gar nicht gibt. Ich glaube, das ist, was mich an diesem Projekt so gereizt hat.